Pure Premium. Jo, meine Freunde, willkommen wieder bei einer neuen Sendung. Heute ist der 8.10., also auch wenn ihr jetzt irgendwie dieses Video ein paar Tage später seht, dann ist es ein bisschen aufklärend eher für das nächste Mal, wenn ihr wählen gehen müsst, weil ich die letzten Jahre jedes Mal, wenn ich wählen gehen musste, gecheckt habe, dass es viele Menschen gibt, die glauben, man musste bestimmte Sachen machen, man braucht bestimmte Voraussetzungen, um etwas machen zu können und man braucht den Schein, um zum Beispiel überhaupt ins Wahllokal gehen zu können. Und heute wollte ich mal wieder ein bisschen aufklären über dieses Thema und euch einen kleinen Artikel teilen, den ich heute entdeckt habe. Und zwar geht es um den Artikel bei Nordbayern. Ich habe einen Artikel bei Nordbayern gefunden und in dem wurde erklärt, worauf man genau achten sollte, wie jeder auch vielleicht, wenn er seine Wahlunterlagen oder Wahlbenachrichtigungen verloren hat, was dann zu beachten ist, was man dann machen kann, wenn man trotzdem noch wählen gehen möchte. Ich dachte mir, wir gehen mal ganz kurz diesen Beitrag durch, damit jeder das nächste Mal equipped ist und auch natürlich für jeden, der nicht bis zum letzten Tag warten möchte, um es dann wieder zu verpassen, am besten eben Briefwahl, dann hat man es direkt los. Das Ganze geht natürlich dann auch schneller beim Auszählen. Ich gehe jetzt heute mal kurz diesen Beitrag durch. Ihr seht, ich bin jetzt hier auch schon, im Hintergrund ist die Schule, in der ich dann wählen gehe. Das ist auch meine Grundschule gewesen, in der die Gebrüder Grimm-Schule in Stegen hier in Nürnberg. Gleich machen wir uns auf den Weg. Jetzt kurze Randfakt, worauf kommt es an? Landtagswahl 2023, so können Sie auch ohne Wahlbenachrichtigung wählen. Nürnberg, es wird wieder gewählt in Bayern. Am 8. Oktober wird zum 19. Mal über den Bayerischen Landtag abgestimmt. Aber was, wenn Sie Ihre Wahlbenachrichtigung verloren haben? Ob Bundes-, Landtags- oder Kommunalwahl einige Wochen vorher, klappert bei jedem der Briefkasten, denn die Wahlbenachrichtigung ist angekommen. Dieses Dokument ist wichtig, denn es enthält wichtige Informationen für Wähler und Wahllokal. Aber was passiert, wenn die Wahlbenachrichtigung verloren geht? In diesem Beitrag finden Sie alles Wichtige zur Wahlbenachrichtigung. Hier ist auch wieder wichtig, es ist die Wahlbenachrichtigung, es ist nicht der Wahlschein. Den Wahlschein kriegt ihr im Wahllokal. Das andere ist sozusagen nur nochmal so idiotensicher, euch safe zu machen, dass ihr dahin findet. Und dank dem Internet können wir das sozusagen auch ohne diese Wahlbenachrichtigung. Wie bekomme ich meine Wahlbenachrichtigung? Die Wahlbenachrichtigung wird im Vorfeld der Wahlen an alle wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger per Post versandt. Zuständig dafür ist die örtliche Wahlbehörde, also hier Unschlippplatz in Nürnberg. Diese schickt die Benachrichtigung an ihre aktuelle Meldeadresse. Sollte der Brief nicht bis spätestens 17. September bei Ihnen eingetroffen sein, sollten Sie sich an das Wahlamt in Ihrer Stadt oder Ihrem Landkreis wenden. Was steht auf der Wahlbenachrichtigung? Jede Wahlbenachrichtigung ist anders. Sie ist auf jede Bürgerin und jeder Bürger persönlich ausgestellt. Darauf vermerkt ist das Datum der Wahl, der Wahlbezirk, die Nummer im Wahlverzeichnis und in welchem Wahlraum Sie Ihre Stimme abgeben sollen. Angegeben wird beispielsweise ein konkreter Raum in einer Schule. Diese werden oft als Wahllokale verwendet. Warum habe ich keine Wahlbenachrichtigung erhalten? Sollte bis kurz vor der Wahl immer noch eine Wahlbenachrichtigung eingegangen sein, kann das verschiedene Gründe haben, zum Beispiel veraltete oder unvollständige Melderegisterdaten und fehlende Wahlberechtigung. Also es kann natürlich sein, wenn ihr nicht wählen dürft, das ist immer was anderes. Für alle, dieses Video gilt für alle, die wählen dürften und auch wissen, dass sie wählen dürften, diese Wahlbenachrichtigung nicht mehr haben. Was mache ich denn, wenn ich meine Wahlbenachrichtigung verloren habe? Ein Verlust der Wahlbenachrichtigung heißt noch lange nicht, dass man nicht mehr wählen kann, da auf der Wahlbenachrichtigung wichtige Daten vermerkt sind, macht sie die Verarbeitung und die Stimmabgabe lediglich einfacher. Wenn Sie eine Wahlbenachrichtigung erhalten haben, heißt das auf jeden Fall, dass Sie wahlberechtigt sind. Dann können Sie am Wahltag auch ohne Wahlbenachrichtigung zu dem Ihnen zugeteilten Wahlraum gehen und Ihre Stimme abgeben. Wichtig ist aber, dass Sie einen gültigen Personalausweis oder Reisepass dabei haben, um sich auszuweisen. Tsching, meine Freunde, ist das cool. Das heißt, jetzt nochmal einfach an alle weitergegeben, die denken, sie wissen, dass sie eigentlich wahlberechtigt sind und aber keine Benachrichtigung bekommen haben, zeige ich jetzt mal was, was ich gefunden habe. Und zwar, meine Freunde, man kann hier, wie ihr seht, die Stadt Nürnberg, kann man den Finder Online Wahlraumfinder
ist so geil, die Stadt ist so digital und Menschen wissen es einfach nur nicht. Oft habe ich das Gefühl. Also ihr könnt alles online raussuchen. Diese wichtigen Daten, die euch extra zugeschickt werden und wofür extra Papier verschwendet wird, kann man einfach online eingeben mit seiner Adresse und dann bekommt man genau den Ort, wo man hin muss. Diese super wichtigen Daten. Ne? Ihr seht, ich habe die Straße eingegeben, in der ich momentan gemeldet bin. Und dann kommt quasi hier Grimmstraße 16. Das ist die Grimmschule eben. Und Raum, Wahlraum, Zimmer 2, Stimmkreis, Landtagswahl 502, 44. Also ihr seht alle wichtigen Nummern hier. Voll viele Menschen machen sich da voll den Stress aus dieser Benachrichtigung, weil sie denken, er ist aka der Schein. Aber er ist einfach nur so ein veralteter Zettel. Einfach nur da, weil man das schon immer so gemacht hat. Wir gehen jetzt hier ganz kurz nochmal auf diesen Beitrag ein, und zwar Landtagswahlen in Bayern und Hessen. Zu lange können Sie wählen gehen. Am 8. Oktober wird sowohl in Bayern als auch in Hessen ein neuer Landtag gewählt. Die Wahllokale öffnen über ganz Bayern und Hessen. Aber wie lange? Hier finden Sie die wichtigsten Informationen zu den Wahllokalen bei der Landtagswahl 2023. Wann genau muss ich ins Wahllokal, wenn ich meine Stimme vor Ort abgeben will, um wählen zu gehen? Haben Sie 10 Stunden Zeit. Die Wahllokale in Bayern und Hessen haben am 8. Oktober 2023 von 8 Uhr morgens bis 18 Uhr abends geöffnet. Und jetzt ganz wichtig, einfach 10 Minuten vorher da sein, also vor 6, damit man es safe schafft. Aber auch ganz wichtig, spätestens um 18 Uhr müssen Sie im Wahllokal sein. Wenn Sie um 18 Uhr bereits am Wahllokal anstehen, dürfen Sie auch noch Ihre Stimme abgeben. Sollten Sie Wahlberechtigten aber erst nach 18 Uhr kommen, dürfen Sie nicht mehr an die Urne. So, meine Freunde. Wichtigste Checks. Jetzt wissen wir alle Bescheid. Und ich hätte gesagt, jetzt tun wir die Duty, gehen wir mal rein und wählen in den Landtag, hätte ich gesagt, meine Freunde. So. Und ihr natürlich, wen ihr wollt. Und ich hätte gesagt, lasst mir unten in den Kommentaren, ob ihr wusstet, dass das so geht und möglichst eh oben ohne diese Benachrichtigung irgendwas zu machen. Und wie euer Wahlgang war, ob es irgendwas Cooles gab und vielleicht auch, warum ihr eine bestimmte Partei gewählt habt, wenn ihr denkt, das wollt ihr teilen. So, meine Quality.